Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Abkiste für die nächste Folge Stardew Valley. Ja, wir gehen heute, aber so etwas von, machen wir das schneien? Ach nö. Ich würde gerne. Genau, oh, wir haben Louis seinen Geburtstag verpasst. Das ist natürlich gar nicht gut. Das ist natürlich alles andere als gut. Mist, den haben wir verpasst. Jawohl, nehmen wir da, haben wir Köder. Ah, oh, schaut jetzt, es wächst gleich etwas. Zack, da rein. Mal schnell schauen, haben wir da noch. Ach, wir behalten die Kohle noch, vielleicht können wir irgendwie das mega super Ding geschenkt über jetzt. Können wir aber einerseits unsere Axt abholen. Oh. Sehr gut, schaut mal, was wir da noch gefunden haben. Sehr gut. Kristallfrucht, da nehmen wir ja gerade zwei auf. Das ist ja perfekt. Dann gehen wir da schnell zurück. Und ja, es ist schon so, dass ich mich nicht jetzt will, Vollgas aufs Ding konzentrieren. Jetzt fehlt uns aber immer noch etwas. Schnee, süße Kartoffel fehlt uns noch. Es ist schon so, dass wir nicht Vollgas aufs Beackern konzentrieren, aber in dem Sinne haben wir eigentlich jetzt noch relativ viel Zeugs, das einfach brach liegt. Und wenn wir das können benutzen zum Moment mal, was ist jetzt mit mir los? Was ist mit unseren Tieren und so? So auf Schatzsuche gepolt, dass ich das Tier vergesse oder was? Das darf natürlich schon nicht sein, denn. Nein. So, eher. Unsere Tiere darf ich natürlich schon nicht vergessen, denn. Und natürlich auch da wieder aufmunitionieren. Fällt jetzt nicht nur das Ei. Nicht nur das Ei. Scheinbar nicht. Wir haben jetzt nur 3 Eier aufgenommen, oder? So. Dann. Einmal Milch. Zweimal Milch. Dreimal Milch. Viermal Milch. Dann hätten wir noch Käse, was mir übrigens aufgefallen ist. 125 Energie, 56 Gesundheit. Das ist eigentlich noch relativ gute Sache, muss ich sagen. Dann gönnen wir uns das hier noch. Recht viele gewöhnliche Pilze heute. Ich hatte ein paar Morcheln, aber die haben noch. Die Augen haben offen behalten, wegen so einer Kristallfrucht. Hm? Können wir? Ja, können wir. Larry liebt dich! Oh. So nice! Können wir das? Können wir auch? So eine? Nein, können wir nicht. Okay. Also da müssen definitiv eher Beere drin haben. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir nochmal so eine Opto. So und. Gelee verkauft. So. Dann gehen wir schnell da rauf. Und düset ganz schnell in den Steinbruch schauen, wie es da aussieht. Noch nicht viel mehr geworden, aber ich bin guten Gewissens, dass irgendwann. Oh, da unten noch. Dass das irgendwann wieder nachwächst. Irgendwie.
hoffe ich, dass die wieder ein bisschen kommen. Was passiert eigentlich? Das ist jetzt mehr aus allgemeinem Interesse. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt nochmal da reingehen? Ob es echt oben dann nochmal irgendein Werkzeug hat, das kann man sich fast nicht vorstellen. Es wäre dann fast im Vergleich zu was man sonst muss aufwenden muss, um Werkzeug zu verbessern und so. Wäre es dann fast ein bisschen zu einfach. Gehen wir in die Stadt. Und da holen wir jetzt unsere Backstab. Goldaxt. Du erhältst Goldaxt. Danke dafür. Werkzeuge verbessern, was kostet eigentlich? 25.000 kostet denn die Dinger, ne? Okay. 15% des Wertes zurück. Also einfach in Gold wahrscheinlich, oder wie? Wenn man etwas im Mülleimer schmeißt. Ja, aber was schmeiße ich schon im Mülleimer eigentlich? Praktisch nie etwas. Also, nur so Quark. Okay, das ist besser, als man könnte meinen. Was haben wir denn da noch? Schlammstein. Ja, okay, ist jetzt nicht gerade so. Das ist jetzt nicht gerade so der Mega-Burner gewesen. Dann fahren wir mit meinen. Könnten aber da stechen wir einfach eiskalt aus. Oh, ich hätte noch schauen sollen, wie freundlich uns die Kameraden heute sind. Dort unten wächst noch ein Krokus. So ein großartiges Geschenk, danke dir. Linus, sorry, wir haben noch den Gebäude vergessen. Die Bäume gehen im Winter schlafen. Das macht das Leben hier draußen etwas einsam. Aber ich will ihn nicht in Schönheit schlafen werden. Ja, Linus. Oh. Und nochmal das Buch. Jetzt müssen wir dann irgendwann müssen wir mal wieder eine Buchlese-Session machen. Der Wintersound ist eigentlich auch noch recht gemütlich, ne? Irgendwie. Ach, das ist ein Eber. So, da oben, da ist irgendetwas. Wir finden jetzt auch so was. Da ist etwas, nämlich eine Schatzkiste. Wow, sie ist voller Schätze. Bringt sich einen guten Preis. Okay, aufmachen kann man sie aber nicht. Bringt sicher einen guten Preis, okay. Was heisst doch das? Ich muss sie einfach verkaufen. So, so. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, haut schon noch recht rein, ja? Die Goldaxt, stimmt. Denkt, hauen wir doch gerade noch ein Holz, wenn wir den gerade schon so unterwegs sind. Wie sieht es denn eigentlich da nochmal aus mit der Säuberung? 3 Tage noch. 10 Abfall. Müssten wir noch haben. Schnell, ob es da irgendwie ein Kristallding hat. Das würde ich noch begrüßen, Gott. Weil dann könnten wir noch in. Ah, tatsächlich Schnee. Also manchmal habe ich schon ein bisschen Schwein, also ein Kristall, so ein Süßkartoffelschnuffi da. So. Nehmen wir einen Krokus, so einen, so einen. Dann sollte das da möglich sein. Zack. So. Schleimstein. Da tun wir auch da rauf. So. So, dann müssen wir halt da nochmal. Oh. Das wäre fast ein Fettfinger-Trade gewesen. Nehmen wir da nochmal. Standard-Dinger mit. So. So.
Die will ich schnell geniessen. Sie werden aber schon dunkel, also ich glaube, sie müssen schon gegossen werden, auch im Winter. Die wieder rauf, die wieder rauf. Was mich jetzt aber noch schnell wundern nimmt. Das schaue ich noch schnell in den Wiki. Wenn ich jetzt da Schatzkiste eingebe. Schatzkiste ist ein sehr seltener Gegenstand, welcher in einer Fischen-Schatzkiste oder einem Artefaktfund gefunden werden kann. Eine Schatztruhe kann auch nach dem Auffinden der geheimen Notiz, ne, wenn das rote Blablabla ausgräbt. Okay, Geschenke. Also das... Das schenken wir jetzt. Das schenken wir schon jemandem, das verkaufen wir. Zack. Scheinbar gibt es einen recht saftigen Preis. Ich habe schon gesehen, Wella, aber ich werde euch jetzt nicht die Überraschung verderben. Dum, dum, dum. Und ihr denkt jetzt, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt, ach du Double, jetzt sag doch einfach. Aber sag ich einfach nicht. Gemischte Saat, ist das gemischte Wintersaat? Nein. Dann gehen wir wieder in den Ozean runter und Müll zusammenlesen. Ja, es ist ein anderes Herangehen. Ich sollte mal noch ein bisschen schauen wegen der Wahrsagen. Oh, da haben wir Müll. Gilt das auch? Das gilt auch, ich verrecke. Die Zeit scheint hier langsam zu vergehen. Das sei ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. Als ich in der Stadt gelebt habe, ging das ja so schnell. Bist du mit Linus befreundet? Er lebt in einem zelten Berg. Jeder ignoriert den Namen, gell? Das ist eigentlich ganz nett. Nur ein wenig exzentrisch. Es muss in einem Zelt zu dieser Jahreszeit echt kalt sein. Ja, aber ich weiß nicht so recht. Ich kann mir auch keinen Hut oder so schenken. Sonst würde ich das natürlich sofort machen. Oh, habe ich da vergessen. Aufzudingseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwo nicht aufgefüllt. Da unten war es. Okay, Müll wieder raus. Aber wir sind schon bei 13. Jetzt fangen wir gerade hier an, noch ein paar Müll. Und da sind sie wieder weg, die dummen Fischtier. Wenn ihr übrigens gleich mal wieder ein kleines Quiz haben. 1996 wurde Deutschland Fußball-Weltmeister. In welchem Land? Spanien, Italien oder England? Es ist 1996. Mein Freund ist weg und freut sich. Oder so. Oha, was haben wir da? Tintenfisch rum. Tintenfisch rum. Wird ihn nicht so. Du willst es doch auch. Oh yay! Ein Tintenfisch! Ich kenne ja du da. Das ist ja zu viel. Dass man jetzt ausgerechnet Tintenfisch fischt. Wenn ich mache Müll, könnte ich brauchen. Fangen wir schon kein. Können wir den Tintenfisch auch abgeben? Nein. Aber... Fange einen Tintenfisch. Bring Willi einen Tintenfisch. Bachuslauf fischen wir jetzt. Da läuft es immer gut. Da holen wir noch den Allstör, was auch immer. Weißer Thun. Aber gute Varianten, dann fischen wir da. Der Willi ist schon abgezottelt, wenn ich es richtig gesehen habe. Das
So, da rauf, der wird sicher einkneipen sein. Den ganzen Tag mit einem salzigen Fisch zu hantieren, macht meine Kehle richtig trocken. Ja, dann gebe ich dir doch da vor allen. Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Beeindruckt. Der Winter ist eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, nicht? Ja. 800 Gold. Wow. Schön. Wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich dir dabei helfen, der Höhle am See zu graben. Ich wette, in ihr schlummern ein paar mächtige Kristalle. In der Höhle am See. Oh. Das Wetter macht für mich keinen Unterschied. Ich bleibe normalerweise das ganze Jahr über in der Nähe von meinem Laden. Deprimierend, was? Nein, nein. Geht es so, wie er wünscht. Was haben wir da wieder Schönes? Suche nach einem hübschen jungen Mann, der mir eine Kokosnuss bringt. Haley. Ja, eigentlich hätten wir mal wieder. Das stimmt eigentlich. Wir könnten mal wieder mit dem Bus in die Wüste fahren. Irgendwie. Das haben wir jetzt schon eine Zeitlinie gemacht. Jetzt wären wir wieder amüsant. Ein paar Kokosnüsse gut zusammensammeln. Von dem gemischte Saat. Wo haben wir die gemischte Saat? Da. Nehmen wir so eine mit und eine Coconut. Rein theoretisch müsste ich da nachher noch mehr fischen. Das machen wir aber nachher, weil da fangen wir ja eigentlich immer noch Müll. Der Stand wieder, der verpasse ich auch eigentlich immer. Da sollte ich auch vielleicht auch mal interagieren. Ich glaube, der violette Pilz hat doch den Magier so gern gehabt. Ich glaube, die Leute hier haben Angst vor mir. Es ist schade, aber ich schätze es menschlich. Ich schätze es menschlich, Angst vor dem Unbekannten zu haben. Ja, ich fühle eine mächtige Arkanenergie. Das wird mir in meinen Studien nützlich sein. Danke. Jederzeit hat er jetzt ein bisschen gern, wenigstens. Überhaupt nicht. Er ist spät. Er wohnt da so mega weit raus. Ich meine, da brauchst du ja immer ewig Zeit. Das ist ja wie so. Wie soll ich jetzt sagen, wenn die besten Kollegen sagen, die, oh, ey, ich zügle jetzt auf. Weiß doch nicht, Trinidad und Tobago runter. Nachher wäre es irgendwie hässlich, dass du nicht halb vorbeischaust. Ich meine, schwierig. Schwierig. Da kommt es mir mehr so vor, als würde er das absichtlich machen. Dort runterziehen, dass man eben nicht so viel vorbeikommt. Irgendwie. Aber vielleicht interpretiere ich jetzt da auch zu viel drin. Es ist verschlossen, 9 bis 20 Uhr. Mist. Mist. Mann, Haley. Sie wird ja auch nicht im Spund sein, denke ich. Das ist doch viel zu anständig für so etwas. Natürlich. Ja, ich. Ich handle hauptsächlich mit diesen S-Bahn-Dingen, also verkaufe Erze oder Holz besser woanders. Ja, krass Problem. Sie war nicht da gewesen, oder? Ja, ey, Leute, ich muss da auch noch irgendwie. Ach. Ja, hey, cool bleiben, meine Freunde von Bünzen. Das macht das Spiel eben schon noch gut, oder? Jetzt habe ich wieder etwas dabei, wo ich denke, wenn ich das vergesse, dann gibt es einen Quark. Ich soll es nicht vergessen. Aber rein theoretisch habe ich heute auch die letzte Folge. Also, ja, ich wollte, dass das heute die letzte Folge ist, die ich jetzt hier noch aufnehme.
Aber jetzt habe ich natürlich das Gefühl, Mist. Das vergesse ich dann. Ja, ja, Cola gilt das auch. Ich glaube nicht, ja. Nein, das zählt nicht, ja. Fange jetzt da nur noch Joja-Cola, oder wie sieht das aus? Brille. Brille. 15. Wer hat... Also irgendwie müssen wir da schon noch mit dem Grossvater reden. 16. Passt, gerade in dem Moment am Ohr kratzt. Ich kann doch noch schnell da oben wieder. 17. Okay, das wird zu knapp. Könnt ihr am Morgen das noch holen? Rein und geht sofort ins Bett. Ja. Wow. Okay, das ist ein bisschen knapp geworden. 5000 Gold gibt die Schatzkiste, meine lieben Damen und Herren. 7177 Gold haben wir verdient am heutigen Tag. Und wir haben eigentlich fast den Müll sozusagen auch noch zurecht gemacht. 18.000 Gold haben wir schon wieder. Hey! Coole Sache, wir haben auch ordentlich Müll zusammengesammelt. Das heisst, wir können schon bald den Müll dann auch abgeben. Ich glaube, noch ein Müll fehlt. Dann müssen wir ihn schnell zusammensammeln. Dann gehen wir ihn abgeben und dann haben wir dann, ich glaube, am Louis oder am Linus seinen Auftrag eigentlich auch schon erfüllt. Hey, danke vielmals wiederum fürs dabei sein bei dieser Folge. Wäre echt cool, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder dabei wäre. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und tschüss.